Der zivilrechtliche Entdecker Rudolf von Jering wurde am 22.08.1818 in Aurich geboren. Im Mai 1886 immatrikulierte er sich zum Jurastudium in Heidelberg. Nach einem Jahr wechselte er dann an die Uni München und nach Göttingen. Im Jahr 1842 promovierte Jering in Berlin und schrieb seine Dissertation über die Besitzfähigkeit der Erbschaft. Darauf folgten eine typische Dozentenlaufbahn. Jering nahm Professuren in Berlin, Basel, Rostock, Gießen und Wien an. Die bedeutsamen Entdeckungen Jerings. Jering erkannte die gravierende Bedeutung der praktischen Übung während des Studiums, denn durch die Bearbeitung von rein theoretischen Fällen werden auch nur rein theoretische Juristen ausgebildet. Jering forderte die praktischen Übungen als gleichrangige Veranstaltung neben den eigentlichen Vorlesungen anzusehen. Sein Ziel war es, das abstrakte Denken durch das Kasuistische zu kontrollieren. Um das zu erreichen, veröffentlichte Jering einfache und amüsante Fallsammlungen wie Zivilrechtsfälle ohne Entscheidungen und die Jurisprudenz des täglichen Lebens. Diese sollten dem Verständnis der Studierenden dienen. Die didaktische Bedeutung von praktischen Übungen als gleichrangige Veranstaltung blieb bis heute bestehen. Pflichtveranstaltungen anstelle von Praktika ist an allen juristischen Fakultäten Bestandteil der juristischen Ausbildung. Die Bekehrung Jerings. Im Jahr 1877 beginnt er das nie vollendete Großwerk Der Zweck im Recht. Hier postuliert Jering, dass der Zweck der Vater allen Rechts sei. Juristische Lösungen würden aus praktischen Bedürfnissen geschaffen und diese Bedürfnisse seien von gesellschaftlichen Zwecken abhängig, die sich mit der Zeit veränderten und mit ihnen auch Rechtsstaatsprinzipien und Rechtsgrundsätze. Mit dem Aufsatz Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen aus dem Jahr 1861 widmet sich Jering als erster diesem Thema. Nach der damals herrschenden Theorie von Savigny und geprägt vom römischen Recht ist allein der Wille beider Vertragsparteien für das Zustandekommen von Verträgen entscheidend. Das damit einhergehende Problem war, dass sich kein Schadensersatzanspruch aus dem römischen Recht ableiten ließ, wenn die abgegebene Erklärung dem eigentlichen Willen widersprechen. Das wäre zum Beispiel bei einem Irrtum der Fall. Jering zieht daraus die Schlussfolgerung, dass dem Auftragenden schuldhaft ein Fehler unterläuft, anlässlich der Anbahnung eines Vertrages, der dem äußeren Schein zustande gekommen ist. Also ein Culpa bei Abschluss von Kontrakten und kurz Culpa in contrahendo. Dabei führt Jering die Bezeichnung, die auch heute noch zum Grundwortschatz jedes Zivilrechtlers gehört, einmal das negative Interesse und das positive Interesse. Dabei bedeutet das negative Interesse der sogenannte Vertrauensschaden und das positive Interesse ist das sogenannte Erfüllungsinteresse. Das Problem der herausgearbeiteten These ist die Annahme eines vertraglichen Anspruchs, wenn der Vertrag selbst nichtig ist. Denn nach damaliger Sicht und auch noch heute anzutreffender Definition der Nichtigkeit kann ein nichtiges Rechtsgeschäft keine Rechtsfolgen hervorbringen. Jering definiert den damaligen Begriff neu, indem ein nichtiger Vertrag Rechtsfolgen haben kann und insbesondere die Verbindlichkeit auf Erfüllung. Jering stellt sich die Frage, wie die Aufnahme von Vertragsbeziehungen ein Verschulden darstellen kann, wenn die notwendigen Erfordernisse für einen gültigen Vertrag nicht sichergestellt werden. Seine Lösung auf das Problem und auch heute noch zu vertreten, denn ab Beginn der Vertragsverhandlungen, das heißt innerhalb vertraglicher Beziehungen, also mit Abgabe eines ersten Angebots, muss die erforderliche Sorgfalt aufgebracht werden.
Daraus folgt eine Schadensersatzklage, wenn das werdende Vertragsverhältnis verletzt wird. Jering hat damals drei Fälle der Culpa in Contrahendo herausgearbeitet. Der erste Fall betrifft die Unfähigkeit des Subjekts. Also der Vertragspartner kann aufgrund eines ihm anhaftenden Mangels keinen wirksamen Vertrag eingehen, zum Beispiel bei einer mangelnden Geschäftsfähigkeit. Der zweite Fall ist die Unfähigkeit des Objekts. Die Nichtigkeit beruht auf dem Vertragsgegenstand, also zum Beispiel bei einer anfänglichen Unmöglichkeit. Und der dritte Fall ist die Unverlässlichkeit des vertraglichen Willens. Die Nichtigkeit, wenn Wille und Erklärung des Vertragspartners auseinanderfallen. Heutzutage wird nur noch zwischen der objektiven und subjektiven Möglichkeit unterschieden und die vorherigen genannten Fälle finden keine Anwendung mehr. Das war der Einblick in den Entdecker Rudolf von Jering. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.